Marie, lass uns vielleicht noch mal schauen auf die Region um Charkiw. Auch da gibt es neue Informationen. Ja, das ist insofern interessant, weil die Ukrainer dort mittlerweile wirklich offenbar eine sehr erfolgreiche Gegenoffensive fahren. Das schauen wir uns auf der Karte direkt auch einmal an. Das ist nämlich, das hatte sich angedeutet, letzte Woche schon immer mehr gab es Erfolgsmeldungen der Ukrainer, dass man also bestimmte Ortschaften rund um Charkiw zurückerobert hatte. Und wenn wir uns das eben im Zoom einmal detaillierter anschauen, dann kann man das ganz gut sehen, dass man also inzwischen, also all das, was Sie hier in Gelb erkennen können, das sind sozusagen die frischen Zugewinne der Ukrainer. Die sind also bis nach Rubischen inzwischen schon gekommen. Der Zirkel, den Sie hier um Charkiw sehen, das ist ein 25-Kilometer-Radius. Das heißt, man ist wirklich schon, die Russen sagen, teilweise in Quellen sprechen schon davon, dass man nur noch 10 Kilometer von der russischen Grenze entfernt ist. Insofern kann man sich vorstellen, offenbar ist es so, dass die aus Izium jetzt schon Truppen, die Russen auch wieder Richtung Nord-Charkiw dort hin versetzen, um also diese Gegenoffensive letztendlich auch zu bekämpfen. Gerade in diesen Regionen wird natürlich noch gekämpft. Hier in der Region haben wir letztendlich auch noch mal Mörserbeschuss gesehen gestern. Hier in Sochranivka war es so, dass die Ukrainer melden, die haben dort eigentlich ihre Soyuz-Pipeline, läuft dort entlang und die sagen, wir können jetzt da gar kein Gas mehr durchlassen, weil die Ukrainer die Russen den Betrieb stören. Die Russen wiederum dementieren das Ganze, sagen, nee, bisher konnte man da auch gut arbeiten. Fakt ist jedoch, durch die Soyuz-Pipeline, die eben von Russland nach Europa das Gas transportiert, da steht auch erstmal alles still. Zum Schluss vielleicht noch mal ein Blick nach Mariupol. Wie oft haben wir darüber gesprochen? Es sind eben immer noch viele hundert Kämpfer, die also dort auch ausharren, die nicht raus können. Die Ukraine fleht noch mal darum, dass diese Menschen evakuiert werden können. Und hier sehen wir besonders, finde ich, eindrückliche Bilder vom Kiew Independent, von dort einem Reporter, der die geschossen hat, wo man eben wirklich noch mal sieht, in welch desaströsem Zustand die Soldaten dort sind. Es fehlen Gliedmaßen, unsaubere Verbände. Also man spricht auch davon, es sind gar keine Kämpfer mehr, sondern das sind einfach wirklich nur noch Verwundete, die dort ausharren. Das, finde ich, ist auch noch mal, ja, sind ganz eindrückliche Bilder, die auch noch mal diese Brutalität, dieses Krieges auf jeden Fall deutlich machen. Marie, recht vielen Dank. Danke.